Herzlich willkommen zum Tutorial vom Ei zum Küken. Mein Name ist Daniel, ich bin Kreismeister 2012 in der Geflügelzucht. Eier, aus denen nachher Küken schlüpfen sollen, heißen Bruteier. Die Hühner, die diese Eier legen, sollten gesund und im Alter zwischen 1 und 2 Jahren sein. Um eine bestmögliche Wahrscheinlichkeit für die Befruchtung der Eier zu erzielen, ist das beste Verhältnis ein Hahn auf 4 bis 5 Hühnern. Die Bruteier dürfen im Legnest nicht unterkühlt werden, somit liegt das Optimum zwischen 12 und 15 Grad Celsius. Schlechte Eier, die für die Brut ungeeignet sind, sollten nicht benutzt werden. Runde und stark ovale Eier können die Entwicklung der Küken durch Beengung stören. Verschmutzte Eier erhöhen die Infektionsgefahr beim Schlupf. Eier, die eine Kalkkruste aufweisen, können eine zu dicke Schale haben und erschweren somit den Schlupf des Kükens. Hier noch ein paar Beispiele aus der praktischen Anwendung. Diese sind leicht zu erkennen. Hier haben wir ein elliptisches, stark ovales Ei, viel zu klein. Oder noch ein weiteres Beispiel, ein Schmutzei, hier mit Kot verschmutzt. Auch hier ist die Kalkkruste klar zu erkennen, man spürt das auch mit dem Finger. Und somit ist die Schale zu dick. Noch ein weiteres Beispiel, ein ganz rundes, auch viel zu kleines Ei. Und hier nochmal der Gegenspieler. Die Bruteier müssen 2 bis 3 Mal täglich gewendet werden. Außerdem sollte die Lagertemperatur zwischen 8 und 15 Grad Celsius betragen. Die Eier dürfen maximal 10 Tage bis zum Einlegen in den Brutapparat aufbewahrt werden. Hier sieht man jetzt eine primitive Wendemaschine und somit lassen sich viele Eier auf einen Schlag wenden. Geht natürlich auch einfacher hier mit einer Eierschachtel, die kann man ganz einfach ausstopfen und dann die Eier hineinlegen. Und dann kann man jeden Tag 2 bis 3 Mal wenden. Ist eigentlich die billigste Methode und wenn man viele Bruteier hat, wird sich das auch anbieten. Gerade für Anfänger, die sich nichts kaufen wollen oder es eh zum Ausbrüten bringen, die perfekte Lösung. Der Motorbrüter sollte mindestens einen Tag vorgeheizt werden. Die Eier werden dann 3 Mal täglich gewendet. Aber Vorsicht, die ersten 2 Tage sollte nicht gewendet werden. Die Bruttemperatur bei Hühnern beträgt 37,8 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit ist zwischen 40 und 45% am besten. Die Luftzufuhr kann leicht geöffnet sein. So. Dieses Teil nennt sich Wendehorde, da werden dann die Eier jetzt eingelegt. Wichtig ist dabei, dass die Spitze, also der dünne Teil oder dünner werdende Teil des Eis, nach unten zeigt. Ab Tag 7 kann geschiert werden. Wir schieren heute am 10. Tag. Das macht aber gar nichts, da kann man das im Ei dann noch besser erkennen. Eine kurze kühle Phase macht den Eiern nichts aus.
Hier habe ich eine Schierlampe, die durchleuchtet nachher das Ei. Ich benutze ein Modell, das mit LEDs funktioniert, denn Glühbirnen werden heiß und können somit den Embryo im Ei schädigen durch zu starke Hitze. Das Ei wird dann im Dunkeln über die Schierlampe gedreht und kann somit durchleuchtet werden. Unbefruchtete Eier erscheinen als nichts, sie sind mehr oder weniger wie eine Glühbirne. Hier im praktischen Beispiel kann man klar erkennen, dieses Ei ist unbefruchtet. Daraus schlüpft nachher kein Küken. Kann man aussortieren. Befruchtete Eier sehen schon ganz anders aus. Die sind voll in der Mitte. Kann man jetzt hier auch schön erkennen. Das ist eindeutig ein befruchtetes Ei. Hier hinten sieht man noch die Luftblase. Und noch ein weiteres Beispiel. Hier im hinteren dunklen Teil bildet sich das Küken. Hier kann man auch schön die Gefäße und die Blutadern sehen. Daraus wird später mal das Küken. Hier auch nochmal das ganz helle, die Luftblase. Dann gibt es auch noch abgestorbene Eier. Diese weisen dann einen roten Blutring oder Blutrand auf. Da es ziemlich schwierig zu erkennen ist, wie hier in diesem Beispiel, habe ich ein paar mehrere. Hier kann man jetzt so eine rote Linie erkennen. Das Ei ist abgestorben, aus diesem Ei schlüpft kein Küken mehr. Das kann man auch aussortieren. Damit das Ganze jetzt klarer und eindeutiger wird, hier kann man das Ganze schon besser erkennen. Den roten Blutring. Hier auch nochmal schön zu sehen. Durchgehend. Und noch ein letztes Beispiel, das manchmal ziemlich schwierig sein kann, aber hier ist es auch ganz eindeutig abgestorben. Da hat man dann irgendwas mit der Lagerung falsch gemacht. Vor dem Schlupf werden die Eier in die Schlupfhorde eingelegt und die Temperatur auf 37,5 Grad verringert. Die Luftzufuhr muss komplett geöffnet werden, da die Küken beim Schlupf viel Sauerstoff benötigen. Des Weiteren ist die Luftfeuchtigkeit auf ca. 80% zu erhöhen, um ein Festkleben am trockenen Dottersack im Ei zu vermeiden. Um die Luftfeuchtigkeit zu erhöhen, lege ich eine Wanne mit einer großen Wasseroberfläche ein. Somit verdunstet mehr Wasser und die Luftfeuchtigkeit steigt an. Ein kleiner Tipp: Das Wasser darf den Küken nicht zugänglich sein, da sie sonst ertrinken können.
einem Schlupfvorgang darf der Brutapparat nicht geöffnet werden, da sonst das Schlupfklima zusammenfällt. Nach dem Schlupf sollte man die Küken 24 bis 48 Stunden abtrocknen lassen. Die Küken sind in dieser Zeit noch vom Dottersack gesättigt. Dieses Küken ist beim Schlupfvorgang gestorben. Es schlüpfen nicht immer alle Küken aus ihren Eiern. Die Natur ist hart.